Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Garngemunkel. Wie ihr seht, ich bin gerade nicht zu Hause, ich bin nicht in Köln, sondern in Kiel. Klingt fast ähnlich, ist aber 600 Kilometer entfernt. Hier bin ich gerade beruflich und bin auch übers Wochenende hier geblieben, weil sich die Heimreise nicht so richtig gelohnt hat und weil ich auch dachte, ist schönes Wetter, ich gucke mir mal Kiel und die Ostsee an und habe eben jetzt auch Zeit, eine neue Folge aufzunehmen. Ich bin euch noch ein Foto schuldig von Vera. Vera Milden hat beim Designers in Residence das tolle Garnpaket gewonnen. Sie hat da mitgemacht bei dem Wettbewerb und hat das Garnpaket gewonnen und hat mir schon vor einiger Zeit ein Foto geschickt, wie sie gerade begeistert das Garnpaket öffnet. Und dann kam die DSGVO dazwischen, dieses böse Wort, das jetzt viele Leute in den letzten Wochen sehr gequält hat. Und ich dachte, ich mache das ganz seriös und ich frage sie nochmal ganz offiziell, ob ich dieses Foto auch veröffentlichen darf. Und sie hat mir das jetzt schriftlich gegeben. Und deswegen, hier ist Vera, wie sie ihr Garnpaket öffnet und sich sehr, sehr über ihren Gewinn freut. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Vera hat mir auch geschrieben, dass sie noch nicht so ganz genau weiß, was sie daraus machen soll. Hat ihr noch ein bisschen Zeit, weil sie noch andere Projekte auf der Nadel hat. Wenn ihr also Ideen habt, was man aus diesem tollen Garnpaket machen könnte, aus dieser Seide- und Mohair-Mischung, dann postet es doch gerne unten unter die Kommentare, in die Kommentare. Vera liest das ja sicherlich auch und freut sich, wenn sie tolle Tipps bekommt. Und vielleicht habt ihr sogar den ultimativen Tipp und Vera fühlt sich inspiriert und setzt genau das um. Gestrickt habe ich auch einiges in letzter Zeit. Zuerst würde ich euch gerne nochmal die Socken zeigen. Die hatte ich ja schon beim letzten Mal gerade angefangen. Die habe ich gestrickt aus zwei Farben mit dem Broken Seed Stitch, ein Sockenmuster, was ich sehr, sehr gerne mag, weil es einfach ist und dennoch dann auch trotzdem sehr effektvoll. Das sind im Prinzip nur rechte und linke Maschen im Wechsel. Und gestrickt habe ich dieses Broken Seed Stitch Muster aus der GGH-Wolle Elbsocks. Die sieht jetzt hier schon so ein bisschen zusammengeschrumpelt aus. Das ist die Elbsocks von GGH und das ist die Merino. Die haben also zwei verschiedene Sockenqualitäten. Das ist die Merino, das ist die besonders super weiche. Und ich bin ja passionierter Sockenstricker, also ich kenne mich, glaube ich, mit Sockengarn relativ gut aus. In diesem Preissegment, so ein 100 Gramm Knäuel von dieser GGH kostet 9,95 €. In diesem Preissegment ist es wirklich die weichste Sockenwolle, die ich kenne. Also wirklich unglaublich. Die macht nicht nur Spaß beim Stricken, sondern auch beim Tragen und ist natürlich dann auch super geeignet zum Verschenken. Ich bin jetzt nicht so empfindlich, also ich stricke auch durchaus gerne mal Schachenmeier-Sockenwolle, die einfach von der Qualität ein bisschen günstiger ist und das fühlt man eben auch. Und ich merke das an den Füßen nicht, ich bin da nicht sehr empfindlich. Aber diese Sockenwolle hier ist wirklich also von der Haptik, vom Stricken, von der Qualität echt super. Also wenn ihr mal unifarbene Sockenwolle besonders weich sucht, GGH Elbsocks Merino, heißer Tipp von mir. Ich poste auch nochmal den Link unten in die Infobox. Dann würde ich euch gerne erzählen vom Wollfestival in Düsseldorf. Ich würde mich ja total freuen, wenn wir uns da mal persönlich kennenlernen würden. Ich werde auf jeden Fall am Samstag beim Wollfestival in Düsseldorf sein. Und ich bin ganz gespannt, denn das Wollfestival war vorher immer in Köln. Und jetzt ist es zum ersten Mal in Düsseldorf, es wechselt also die Location. Das hat auch damit zu tun, dass die alte Location einfach aus allen Nähten geplatzt ist. Da sind immer sehr viele Aussteller und es ist direkt am Rhein gewesen. Und entsprechend war das auch immer ein toller gleich Wochenend-Köln-Besuch. Dann konnte man den Partner, der sich vielleicht nicht für Wolle interessiert, in Köln abgeben. Und der hat sich dann Köln angeschaut oder die hat sich Köln angeschaut. Und entsprechend konnte man selber aufs Wollfestival gehen. Das bleibt jetzt auch alles so, es zieht nur nach Düsseldorf, sprich es ist immer noch direkt am Rhein mit ganz tollen Sitzplätzen, wo man auch draußen sitzen und stricken kann und hochkarätige Aussteller. Ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ihr also jetzt für den August vielleicht noch einen Wochenendausflug sucht oder planen wollt. Am 18. und 19. August in Düsseldorf findet das Wollfestival statt. Bei dem Wollfestival gibt es auch diverse Workshops. Einen Workshop gebe ich da auch. Wenn ihr also gerne zweifarbiges Patent stricken lernen wollt, könnt ihr euch gerne noch am Samstag zum Workshop anmelden. Ein paar Termine sind noch frei.
Alle Links dazu auch in der Infobox. Egal, ob ihr jetzt zum Workshop kommt oder nicht, ich würde mich total freuen, wenn wir uns da sehen. Sprecht mich ruhig an. Ich kenne euch natürlich vom Sehen nicht, aber ihr kennt mich. Also ich freue mich immer über einen netten Plausch. Einfach anquatschen. Ich freue mich. Ja, was habe ich noch gestrickt? Ich habe auch noch von GGH... Moment, wo habe ich das Knäuel jetzt? Ah ja, hier. Von GGH die Yakima verstrickt. Yakima ist so ein Bio-Garn, also biozertifiziertes Garn, GOTS-zertifiziert und besteht aus, ich muss kurz gucken, 75% Baumwolle und 25% Yak. Die Yakima gibt es auch nur in drei Naturtönen, also in so einem Wollweiß, in so einem helleren und in einem dunkleren Grau. Jetzt möchte die Kamera gerade irgendwie nicht. Hallo Kamera, stell doch mal scharf hier bitte. Einmal auf das Garn. Ja. Jetzt kann man die Struktur vielleicht erkennen. Also ein sehr schönes Garn, auch so mit Schattierungen, die halt durch die Mischung von Baumwolle und Yak kommen. Und das ist eher so ein kühles Garn vom Griff her, trotzdem aber weich und kuschelig durch den Yak-Anteil. Ist ein super Garn für den Sommerabend oder auch für die Übergangszeit. Und ich habe das Garn netterweise gestellt bekommen, weil ich auf der H&H schon total fasziniert von einem Modell war von GGH. Und das habe ich dann für meinen Mann gestrickt. Das ist dieser Pullover. Ein ziemlich einfaches Rechts- und Krausrechtsmuster in so Dreiecken, aber wie ich finde, wirklich sehr, sehr wirkungsvoll. Und ja, ich zeige euch hier mal ein Foto, ein Tragefoto. Ist doch auch für Männer, die vielleicht eher so nur dezente Sachen mögen und nicht so auffallen wollen mit Stricksachen, wirklich ein gutes Projekt. Also mein Mann trägt den Pullover total gerne und ich finde, er steht ihm auch gut. Und zwar habe ich irgendwann den Rappel bekommen und habe mit Vereilstricken wieder angefangen. Das habe ich vor längerer Zeit schon mal gemacht. Habe es jetzt wirklich ganz lange nicht gemacht und habe jetzt wieder so einen Impuls gehabt. Und zwar, weil ich, erinnert euch vielleicht, beim Prim-Werkverkauf so einen Taschenboden gekauft habe. Also einen Kunstleder-Taschenboden, mit dem man sich dann selber eine Tasche machen kann. Und ich habe überlegt, was könnte ich denn da für eine Tasche machen? Ich bin ja jetzt so nicht der Näher. Deswegen war schon klar, ich würde gerne versuchen, was zu stricken. Und beim Stricken Tasche denkt man ja, oder denke ich dann schnell, das wird zu weich, das wird zu löchrig. Und dann bin ich wieder auf Fair Isle gekommen. Dadurch, dass man da immer die Fäden verwebt, kriegt das Ganze ja eine festere Struktur vom Material her. Vielleicht noch ein kleiner Ausflug. In Deutschland hat sich Fair Isle so relativ eingebürgert für jede Form von mehrfarbigen Stricken. Eigentlich ist das falsch. Fair Isle meint eigentlich wirklich nur die Stricktechnik von den Shetland-Inseln und die ist immer zweifarbig. Also es wird immer mit zwei Farben, ganz, ganz selten mal mit einer dritten Farbe pro Reihe gestrickt. Aber eigentlich standardmäßig mit zwei Farben pro Reihe. Jetzt ist es so, wenn man an Shetland-Pullover denkt oder Shetland-Muster denkt, das ist ja eine Farbvielfalt. Das stimmt auch, die arbeiten durchaus mit vielen Farben in ihren Strickstücken. Pro Reihe stricken sie aber immer nur mit zwei Farben. Und dann kommt halt beim nächsten Mustersatz gerne auch mal zwei andere Farben zum Einsatz. Das ist also das, was man eigentlich als Fair Isle-Muster versteht. Es gibt im Englischen noch den Begriff Stranded Colorwork. Das ist so quasi der Oberbegriff. Das bedeutet eben einfach mehrfarbiges Stricken mit dem Mitziehen, des Mitführen des Fadens. Da gibt es keinen richtigen deutschen Begriff für. Vielleicht hat sich auch deswegen so Fair Isle durchgesetzt oder eingebürgert. In Deutschland meinen bei Fair Isle eben wirklich viele, das ist einfach mehrfarbiges Stricken. Mir ist es auch eigentlich egal, also Hauptsache man weiß ungefähr, wovon man redet. Jedenfalls, zweifarbiges Stricken und Tasche. Ich habe da mal angefangen und bin jetzt mit dem Ergebnis recht zufrieden und würde euch gerne meine Tasche zeigen. Das ist diese Reisetasche geworden. Hier unten seht ihr, das ist dieser Taschenboden von Prim.
den ich in dem Lagerverkauf echt sehr günstig geschossen habe für ein paar Euro. Das war, die musste man hier an der Seite einmal zusammennähen und natürlich hier unten zusammennähen. Und dann hatte man wie eine, ja, wie eine Schale. Und da rein habe ich halt die Tasche gestrickt. Die hat an den Vorder- und Rückseiten dasselbe Muster. Und an den Längsseiten, also hier, habe ich nochmal ein anderes Muster gemacht. Ich mache das mal hier kurz los, damit man es erkennen kann. Hier ist es so ein Zebra-Muster, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, das ist meine Tasche. Und dann habe ich festgestellt, man braucht ja für eine Tasche noch so ein bisschen Zeugs, also so ein Taschenband und so einen Haken. Da gibt es ja unfassbar viel Zeug. Ich bin ja kein Näher, deswegen war ich da etwas naiv überrascht, wie viel Kram es da gibt und auch schönen Kram. Ich versuche jetzt gerade hier den Haken hier reinzukriegen. So, auch diese Taschengriffe hier kann man fertig so kaufen. Ja, und dann hat es mich doch noch gepackt mit Nähen, weil ich gemerkt habe, ich kann diese Taschengriffe ja jetzt nicht so richtig gut einfach an das Strickstück hier dran machen, weil das würde dann doch zu sehr ziehen. Also habe ich die Tasche noch gefüttert, habe meine Nähmaschine, die ich habe, rausgekramt und gebastelt und gefummelt und habe das hier innen drin so mit so einem petrolfarbigen Canvasstoff gefüttert und dann konnte ich die Taschengriffe hier so annähen, dass einfach beides angenäht ist, also der Strickstoff und der normale Stoff. Ja, und jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden mit meiner Tasche. Muss auch sagen, hat wirklich Spaß gemacht. Also ich bin schon kurz davor, die nächste zu machen. Und das ist jetzt eine super Tasche, um einfach für Workshops Stricksachen mitzunehmen oder ja, eigentlich ist es so eine Wochenendtasche, wenn man das Wochenende wegfährt. Ja, bin ich sehr zufrieden. Das Muster ist eben auch etwas, was mir total gut gefallen hat. Ich bin ja nicht so der Fan von kleinen Norweger Sternchen und Vögelchen und Blümchen und so. Und deswegen war auch so ein Impuls, manchmal kommt ja alles zusammen mit dem Taschenboden, dass ich vor bestimmt 2 Jahren schon dieses Buch hier gekauft habe. Alternate Stitch Dictionary. Und das ist eben ein Buch, das Stranded Colorwork ist, also zweifarbiges Stricken, und aber komplett voll ist mit grafischen Mustern. Eben, es gibt hinten ein ganz bisschen auch so Tiere und irgendwas, aber der Hauptanteil sind wirklich grafische Muster. Und das gefällt mir wirklich total gut. Ich zeige euch mal hier so ein paar Beispiele. Hier gibt es dann doch auch mal so einen klassischen Norweger Stern zu sehen. Aber das hat mich wirklich total geflasht, weil ich diese grafischen Sachen wirklich total mag. Hier hinten nochmal. Und ja, das Buch hat mich wirklich dann sehr inspiriert und da habe ich dann gerne mir was rausgesucht. Hinten gibt es auch noch ein paar Projekte zum Umsetzen. Hier ist auch das Muster von meiner Tasche. Seht ihr? Ja. Dieses Buch hat Andrea Rangel geschrieben. Das ist auf Englisch. Vorne erklärt es auch noch mal sehr schön die Techniken, auch wie man eben Fäden verwebt. Und sie schreibt, dass sie die Muster zusammen mit ihrem Mann auch alle selbst entwickelt hat. Das Gute ist, das Buch hat jetzt so lange bei mir gelegen und ich habe es jetzt zum ersten Mal benutzt. Jetzt habe ich nochmal geguckt, weil ich euch den Link posten wollte. Inzwischen gibt es das Buch auch auf Deutsch. Ist wirklich eine absolute Kaufempfehlung, wenn ihr mal Bock habt, das auszuprobieren, weil die Muster sind wirklich, gerade wenn man so grafische Muster mag, ist das Buch eine wirklich tolle Inspirationsquelle. Ich packe es euch gerne unten in die Infobox. Andrea Rangel. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, da heißt es sogar Fair Isle, was eigentlich auch nicht richtig ist und nicht stimmt. Aber ich packe es euch unten in die Infobox. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Klare Kaufempfehlung, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Weil mich das dann so geflasht hat, habe ich dann gleich noch was in dem Muster gestrickt. Und zwar so ein kleines Projektbeutel, also wo man quasi
so einmal Stricksachen mitnehmen kann. Auch hier ein Muster, was ich total mag. Es heißt Mediterran in dem Buch. Sehr klassisches Muster. Das habe ich schlauchmäßig gestrickt und dann unten nochmal die Maschen aufgenommen und wie bei einer Mütze einfach hier unten so einen Boden dran gestrickt. Oben umgeschlagen und einen Tunnel gestrickt, sodass ich dann einfach hier mit einem kleinen Bändel mein Strickzeug packen kann und da reinmachen. Und das letzte auch aus der Reihe sind ein paar Socken, die ich gerade angeschlagen habe. Da habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, was das für Sockenwolle ist, deswegen kann ich euch da wenig zu sagen. Aber auch das hier ist ein Muster aus dem Buch. Auch wieder, wie ihr seht, sehr grafisch und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Hier kann man vielleicht auch mal ganz schön für die Leute, die das noch nicht kennen, zeigen, wie das von innen aussieht. Das sind also die ganzen Spannfäden. Auch das ist an sich ja schon ein schönes Muster, finde ich. Aber so rum wäre es eigentlich. Und da kann man super, selbst 200 Gramm passen hier gut rein, das mitnehmen. Und hat seine Stricksachen immer schön schick dabei. Ja, ihr seht also gerade so ein bisschen im Stranded Colorwork Fieber bei mir. Macht mir gerade total Spaß, gefällt mir gerade total gut. Ja, vielleicht mal ein bisschen was off-topic. Ich hatte beruflich gerade eine Fortbildung, die mich wirklich sehr nachhaltig beschäftigt hat und die mich sehr, ja, auch so heute noch sehr zum Nachdenken bringt. Eigentlich ist es egal, um was es bei der Fortbildung ging, aber ein Unterthema des Leiters, der diesen Kurs gegeben hat, war Achtsamkeit. Jetzt ist meine bisherige Assoziation zur Achtsamkeit doch eher immer so ein bisschen was von Tee trinken, nett miteinander sein und ein bisschen Shishi gewesen. Und habe jetzt bei diesem Workshop-Menschen, Matthias Herzberg heißt der, aber nochmal einen ganz anderen Zugang dazu bekommen, weil der Achtsamkeit so kombiniert mit Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung und da so verschiedene Ansätze miteinander kombiniert und ein paar ganz spannende Impulse gegeben hat. Im Kern ist es im Prinzip, du bestimmst selber, wie du deine Umwelt wahrnimmst. Du bist derjenige, der entscheidet, reagiere ich jetzt auf etwas wütend, reagiere ich auf etwas genervt, lasse ich mich von anderen Leuten in meiner Laune ganz stark beeinflussen oder nehme ich das einfach an? Ein Menschen, den er da immer zitiert hat, ist Corsten. Das ist auch ein deutscher Achtsamkeitstrainer, Selbstentfaltungstrainer, von dem ich jetzt auch ein Buch gelesen habe, das mir auch sehr gut gefallen hat, weil es sehr praxisnah ist. Packe ich euch auch unten in die Infobox. Und der Corsten hat so ein paar klassische Sätze geprägt, die mir so immer im Kopf rumschwirren und die ich total gut finde. Der konditioniert sich zum Beispiel selber damit, dass er sich also immer so mantramäßig sagt, wenn was Blödes passiert, was ihn eigentlich nerven würde, ich bin dafür. Also er ist im Stress, er fährt mit dem Auto durch die Stadt, die Ampel wird rot, man würde denken, verdammt, oh, ich habe es doch eilig, und er versucht dann einfach sich zu sagen, ich bin dafür. Er nimmt das einfach an und das klingt so albern eigentlich oder so klein, aber es stimmt. Man kann natürlich selber entscheiden, bin ich jetzt komplett davon genervt, dass die Ampel gerade rot wird, oder zucke ich mit den Achseln und sage einfach, ich bin dafür. Eine andere Sache, die er sagt, die ich auch sehr richtig finde und die auch sehr einleuchtend ist, jeder hat Recht. Kein Mensch argumentiert ja aus einem Unrechtsbewusstsein, sondern jeder geht davon aus, dass das, was er sagt und wie er die Dinge sieht, richtig sind. Für ihn. Und genauso geht es ja auch mir oder geht es ja auch dir. Du findest die Dinge, wie du sie findest, richtig. Der andere findet es aber aus seiner Sicht richtig. Das heißt also am Ende, jeder hat Recht. Und es macht wirklich nur selten Sinn, zu versuchen, dem anderen zu erklären, dass er nicht Recht hat. Weil aus seiner Sicht hat er ja Recht. Also ist es viel sinnvoller, davon auszugehen, okay, er hat Recht, ich habe Recht und man lässt sich einfach so sein. Und ja, seit ich das öfter im Kopf habe, merke ich, dass ich wirklich entspannter bin. Und der Corsten sagt, es gibt so drei Modi, in denen man so unterwegs sein kann. Das ist der
A-Modus, der K-Modus oder der L-Modus. Würde ich einfach gerne kurz erklären, weil ich es auch so einleuchtend und so klar finde. A-Modus ist Abwehrmodus. Das sind so Haltungen, wenn wir so sagen, oh, lass mich in Ruhe, ich will meine Ruhe haben, geh mir weg, ich habe keine Lust auf Kommunikation, ich will irgendwie nur nach Hause in meine vier Wände und Tür zu machen. Das ist so der Abwehrmodus. Und der ist natürlich sehr selbstschädigend, weil er so in die Einsamkeit führt und das ist für keinen Menschen gut. Dann gibt es den K-Modus, Kampfmodus, Kriegsmodus, Konfrontationsmodus. Wenn man so richtig sauer ist, dass man jemanden anbrüllen will, wenn man durch die Decke geht, wenn man auf 180 ist, das ist so der K-Modus. Der kostet wahnsinnig viel Kraft und ist natürlich auch nicht gut auf Dauer. Und dann gibt es den L-Modus. L steht für Leidenschaft, für Liebe, für also einfach dafür, dass man die Dinge annimmt, dass man das tut, was man gerne macht, dass man den Leuten einfach liebevoll begegnet. Und das ist so der erstrebenswerteste Modus. Er sagt so, der L-Modus ist so das, was wir fühlen, wenn wir frisch verliebt sind. Wenn wir frisch verliebt sind, gibt es plötzlich kaum noch Idioten auf der Welt, alles funktioniert, alles läuft. Wenn mal was nicht gut läuft, ist es gar nicht so schlimm. Und der L-Modus ist eigentlich so der erstrebenswerte Modus. Korsen nennt das in gehobener Gestimmtheit sein. Sind viele Begriffe, die natürlich dann schnell auch wieder in so eine Richtung von sozialpädagogischem Teetrinken führen, sage ich jetzt mal. Aber da ist halt trotzdem total viel dran. Wenn ich mich entscheide, gute Laune zu haben, wenn ich mich entscheide, die Dinge nicht so ernst zu nehmen, wenn ich mich entscheide, empathisch und freundlich auf Menschen zuzugehen, kommt das natürlich auch zurück. Und manchmal ist das natürlich total schwer. Manchmal hat man schlechte Laune, manchmal ist man extrem genervt von irgendwas, das kenne ich auch. Dann hängt man in diesem Stadium drin und es geht auch nicht darum, diese Stadien zu vermeiden. Es geht nur darum, diese negativen Phasen, A-Modus, K-Modus, zu verkürzen. Und eine gute Frage, die eine andere Trainerin, die sich damit beschäftigt hat, sich so immer wieder stellt und auch ihren Klienten stellt, ist, welchen Vorteil hat es jetzt für dich, weiter schlecht gelaunt zu bleiben? Welchen Vorteil hat das für dich? Ja, und mal ganz ehrlich, wenn man mal wirklich ganz ehrlich ist, es hat natürlich überhaupt keinen Vorteil. Kein Mensch hat gerne schlechte Laune. Wir haben schlechte Laune, ich habe auch schlechte Laune. Und man denkt dann so, das ist jetzt so. Man fängt dann an irgendwie, ich fange manchmal an zu putzen, das ist dann nochmal so ein produktiver Umgang mit der Energie. Aber gerne hat niemand schlechte Laune. Und diese Frage, welchen Vorteil hat es für dich eigentlich, schlechte Laune zu haben, davon ist die schlechte Laune auch nicht weg. Aber es relativiert das Ganze so ein bisschen. Man kann so einen Schritt zurücktreten. Und darum geht es ganz oft. Einfach mal mit ein bisschen Abstand sich zu fragen, ist das jetzt nicht einfach wahnsinnig viel Energieverschwendung? Naja, und das wollte ich mal so kurz als Einschub bringen. Korsen, jeder hat recht. A-Modus, K-Modus und L-Modus. Und einen schönen Schlusswort hat er in diesem Buch, das ich wirklich sehr empfehlenswert und lesenswert finde, gibt es übrigens auch als Hörbuch für die Hörbuchfans, ist, er sagt halt, wenn man immer wieder so das Gefühl hat, das Schicksal schlägt zu, das Schicksal hat irgendwas für einen vorbereitet, was nicht so positiv ist, sagt er, wenn man sich lang genug damit beschäftigt, die Dinge einfach anzunehmen, dann kann man am Ende in einen Zustand kommen, wo man sagt, hallo Schicksal, ich bin schon da. Und das finde ich auch ein sehr charmantes Schlusswort in diesem Buch. Ja, das wollte ich euch mitteilen, das wollte ich euch einfach mit euch teilen, weil mir hat das wirklich zum Nachdenken gegeben, mich hat das wirklich sehr beschäftigt die letzten Wochen und fand das jetzt sehr, sehr spannend, fand das jetzt einen spannenden Impuls. Ich gucke mal auf meinen Zettel, was ich hier noch habe. Ja, Langjans hat eine ganz neue Produktreihe, sage ich jetzt mal. Die ist gerade in den Läden angekommen, also am 1. Juli wurde es offiziell veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr ein Langjans-Vollgeschäft bei euch in der Nähe habt, könnte es sein, dass sie das jetzt schon da haben. Und zwar ist das die Linie Wool Addicts. Wool Addicts, neu, modern, alles wieder Englisch, also im Prinzip Wollsüchtige. Und Wool Addicts ist ein neues Konzept, das mir wirklich gut gefällt, weil es sich an Strickanfänger richtet.
und bei den Strickanfängern natürlich auch dann eher an die jüngere Generation, aber eigentlich ist das Quatsch. Also auch wenn du 40 bist und Strickanfänger, kannst du mit diesen Sachen viel anfangen. Zu Wool Addicts gibt es auch ein Anleitungsheft, sieht hier so aus. Und was mir schon gut gefällt, ist die Aufmachung, der Look. Das sieht wirklich sehr, sehr modern aus und stylisch. Und auch die Anleitung im Heft gefallen mir, die sind nämlich wirklich anfängertauglich. Also es ist wirklich so, dass man, also erstmal hier wirklich schöne Fotostrecke, finde ich. Sieht sehr ansprechend aus, wie sie das machen. Und die Anleitung ebenso. Es geht also zum Beispiel hier mit dem Dreieckstuch los. Und wie man ja schon sieht, das ist ganz schlicht, ganz glatt rechts gestrickt. Mit einem kleinen Rechts-Links-Rand oder hier eine Mütze in Rechts-Kraus. Alles sehr schön fotografiert. Maxi-Schal oder ein Kleid. Also Modelle, die vor allen Dingen durch eine Einfachheit bestechen. Hier gibt es dann auch mal einen Raglan-Pullover mit Zopf, also auch schon etwas aufwendiger. Aber ganz klar sich an Strickanfänger wenden, die aber eben Lust haben, gleich am Anfang auch was zu machen, was stylisch ist. Also was einfach gut rüberkommt. Die Strickjacke hier zum Beispiel gefällt mir auch. Das ist so ein schönes Standard-Piece. Also finde ich wirklich schlau gemacht, um Leute für Stricken zu gewinnen und vielleicht auch gerade Leute, für die Stricken immer noch so ein bisschen behaftet ist mit piefig und Oma-Sachen und so. Also das hier ist mal so eine Übersicht über die Modelle. Das könnte jetzt auch ein Fashion-Katalog von einer jungen Modekette sein, finde ich. Also finde ich vom Marketing her clever gemacht und kann das nur unterstützen, weil ich es ja super finde, wenn Leute vielleicht das Stricken für sich entdecken, die das eben sonst abgetan haben, als ist nicht meins. Um es einfacher zu machen, haben die auch eine sehr klare Linie. Es gibt also jetzt momentan gerade so zwei Farbwelten. Es gibt halt so einmal die pudrigere Farbwelt und dann die, die ich euch eben gezeigt habe, eher so die blaue. Es gibt die Wolle natürlich in allen anderen, in allen möglichen Farben. Aber erstmal, um das Ganze eben auch so in einen Look zu bekommen, gibt es jetzt hier hauptsächlich die klare Farbwelten. Am Ende hier gibt es noch so eine schöne, wie ich auch finde, Farbwelt in dem sehr, sehr angesagten Curry-Tönen. Curry mit dem hellen Braun, also hier sowas. Ja, Wool Addicts. Gefällt mir total gut. Und auch die Wolle ist ganz klar durchgelabelt. Die heißt nämlich dann immer nach Elementen. Also hier haben wir Erde, Wool Addicts Earth. Kamera braucht wieder so einen Moment. Das ist so ein schönes, dickes Garn aus Alpaka 50%, Polyacryl 35% und Wolle 15% mit Nadelstärke 6 zu verstricken. Also eben auch wirklich was, womit man auch als Anfänger vorwärts kommt und Ergebnisse sieht. Na Kamera, du bist heute mal wieder nicht so ganz scharfstellfreudig. Nö, möchte heute irgendwie nicht. Ja, dann zeige ich es euch hier, dann müsst ihr euch das von hier aus vorstellen, da wo die Schärfe gerade sitzt. Love ist ein ganz, das ist Love, das sind also nur 25 Gramm. Das ist Schurwolle und Polyamid, 92% Schurwolle, 8% Polyamid. 25 Gramm, 125 Meter, also die ganz normale Lauflänge eines 50 Gramm Knäuels. Wie man also schon sieht, ist das dann am Ende ein sehr, sehr leichtes Gestrick. Da kann man dann wirklich sehr, sehr leichte, luftige Sachen draus machen. Hier gibt es Air, da sind wir dann schon bei Luft. Air ist eine Mischung aus 84% Schurwolle und 60% Polyamid und in so einem Aquaton, und ich hoffe, die Kamera stellt jetzt hier nochmal scharf. Das Garn ist so ein bisschen unregelmäßig von der Spinnung her, also hat dickere und dünnere Elemente. Dadurch wirkt es halt sehr lebendig, wie ich finde. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Das ist hier Air.
So könnt ihr es ja auch lesen. Als nächstes habe ich hier Water. Das ist Water. Hier ist ein Mohair-Anteil dabei. Und zwar sind wir, warum ist das auf den Banderolen immer so komisch, den Angaben? Kann es denn wahr sein? Hier finde ich es gar nicht. Ich mache es mal ab. Dann könnt ihr die Wolle angucken und ich kann auf der Anleitung suchen, was es denn für eine Zusammensetzung hat. Da oben sind wir. Oh, von wegen Mohair. Air ist wirklich 100% reines Alpaka. Mit aber sehr, sehr langen Fäden, wie man hier sieht. Also es hat schon fast einen Mohair-Effekt und ist wirklich auch sehr, sehr weich und kuschelig. Und das hier ist so mein Lieblingsgarn. Das ist Fire von Wool Addicts. 98% Schurwolle, 2% Polyamid. Ein richtig, richtig dickes Garn in einer unglaublich schönen Farbe, wie ich finde. Gefällt mir super gut für so eine dicke Strickjacke oder so einen dicken Winterkuschelpullover. Wird auch verstrickt mit Nadelstärke 9. Also es ist wirklich so ein in einer Woche fertig Pullover. Und ja, gefällt mir also richtig gut. Insgesamt muss ich sagen, finde ich den Ansatz von Langjans, junge Kunden zu gewinnen, junge Leute an Stricken zu bekommen, Strickanfänger zu begeistern für Stricken, super. Bisschen hin und her gerissen bin ich mit den Preisen. Die Wolle ist nicht ganz günstig, also es geht, glaube ich, bei 5, 6 Euro los und dann eben bis hoch zu, das hier sind so 14 Euro. Sind allerdings auch 100 Gramm, muss man natürlich auch sagen. Aber trotzdem, ein Pullover hier raus ist natürlich dann auch schon mal gleich viel Geld. Ich bin so hin und her gerissen. Einerseits finde ich, ist das viel Geld. Andererseits bin ich auch immer ganz klar der Verfechter, man sollte, wenn man was Neues lernt, gutes Werkzeug, gutes Material haben und sich auch wirklich dran freuen. Und das hier ist wirklich gute Qualität. Also das ist jetzt nicht irgendeine Schurwolle, sondern man merkt, dass das eine richtig gute Schurwolle ist mit einer geringen Mikronzahl, also sehr, sehr weich und kuschelig. Das heißt, hier macht das Stricken auch Spaß und die Ergebnisse sehen auch wirklich wertig aus. Und selbst wenn dann mal hier und da so ein kleiner Schönheitsfehler drin ist, weil man es vielleicht zum ersten Mal gestrickt hat, das Material ist einfach wirklich toll. Also ich habe ja bei jeder Qualität, denke ich so, ja, guter Griff, gutes Material, schöne Farben sowieso. Und ja, das muss im Prinzip jeder selber entscheiden. Es gibt sicherlich Menschen, die sagen, ach, ich fange an zu stricken, ich suche mir erstmal ein günstiges Garn, um das erstmal zu üben. Ich finde immer, gutes Werkzeug, gute Stricknadeln, eine gute Qualität machen einfach mehr Spaß und machen es auch leichter. Muss aber am Ende natürlich jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall finde ich das Konzept von Lang mit Wool Addicts ziemlich rund. Ich finde, dass das gut auf eine Zielgruppe abzielt. Ich finde, dass die Anleitungen stimmig sind, also wirklich Anfänger geeignet und trotzdem auch ein guter Look. Die Farbwahl finde ich cool. Guckt es euch doch mal im Laden an und wenn ihr es vielleicht auch mal weiterempfehlen wollt an Strickanfänger. Mich würde auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Vielleicht, wenn ihr euch mal Wool Addicts auch im Laden angeguckt habt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie es ihr findet. Oder vielleicht habt ihr sogar schon was gestrickt. Schreibt doch mal eure Erfahrung mit dem Garn. Würde mich echt sehr interessieren. So, und ein letzter Off-Topic. Ich höre ja immer gerne Hörbücher und ich habe einen ganz tollen, heißen neuen Tipp für euch, egal ob ihr lest oder hört. Sam Feuerbach ist ein deutscher Autor und Sam Feuerbach hat eine Quadrologie geschrieben, beziehungsweise er schreibt sie noch. Drei Bände sind erschienen, an dem vierten schreibt er gerade, Der Totengräbersohn. Und das ist wirklich, wirklich schön, spannend und lustig. Mag ich total gerne. Ich habe es bei Audible gehört. Man kann es aber auch genauso gut kaufen als Buch lesen. Ich packe euch die Links unten in die Infobox. Der Totengräbersohn spielt im Mittelalter. Ich mag ja so Bücher mit historischem Bezug durchaus gerne mal. Wer also sowas wie Säulen der Erde mag, der kommt auf jeden Fall schon mal auf die Kosten. Was ich aber an diesem Roman oder an dieser Romanreihe so mag, ist auch der besondere Humor. Farin ist Totengräbersohn in dem Dorf Haufen. Sein Vater ist Totengräber, er ist quasi der Totengräberassistent, der Totengräbersohn. Und Totengräber werden nicht gut angesehen. Die sind also immer irgendwie, kommen als Letztes dran, müssen in der Kneipe irgendwo in der Ecke sitzen. Und klar ist auch, als Totengräbersohn wird man auch wieder Totengräber, was anderes geht gar nicht.
Und man findet natürlich auch nicht die Frauen, die man wirklich liebt, weil die guckt auf einen herunter. Man hat es also einfach nicht leicht. Man ist echt am unteren Ende der Nahrungskette angekommen. Und Farin wäscht irgendwann eine Hexe, die gestorben ist. Und als er diese wäscht, entdeckt er ein seltsames Amulett, nimmt das an sich. Und das Amulett ist im Besitz von einem Dämon. Und dieser Dämon geht jetzt auf Farin über. Fortan also wohnt in Farins Kopf, in Farins Seele, wo auch immer, der Dämon. Und dieser Dämon spricht mit ihm und nervt ihn total. Und Farin gibt ihm irgendwann den Namen Ekel. Und Ekel ist ziemlich gerissen, ziemlich gewitzt und mit allen Wassern gewaschen. Farin hat auch die Möglichkeit, ein bisschen Kontrolle an Ekel abzugeben. Dann übernimmt Ekel quasi den Körper von Farin. Und dann kann Farin plötzlich kämpfen, kann schneller rennen, kann also irgendwie mit Feinden umgehen, hat einfach mehr Geschicklichkeit, weil dieser viele hundert Jahre alte Dämon dann die Kontrolle über ihn übernimmt. Und die beiden streiten sich immer ganz wunderbar in seinem Kopf. Da gibt es also echt sehr, sehr lustige und witzige Dialoge zwischen Farin und Ekel. Und Farin sucht quasi sein Abenteuer. Er verlässt das Dorf Haufen, geht dann zu einem Ritter und wird bei dem Ritter Emicho, auf dessen Burg, Knappe. Und kommt darüber immer mehr in Kontakt zu diesen dunklen Künsten, die immer mehr versuchen, das Weltenreich, so heißt also das gesamte Land, in dem das alles spielt, das Weltenreich immer mehr zu übernehmen und zu unterjochen. Da gibt es also Geheimbünde, die quasi diesen bösen, dunklen Künsten angehören. Und Farin und sein Ritter versuchen dagegen anzugehen. Dann gibt es noch einen zweiten Handlungsstrang. Das ist das Waisenmädchen Aros. Aros nennt sich selber die Königin der Ratten. Hat lange im Waisenhaus gelebt, musste da viele Schläge einstecken und ist jetzt so mit, ich glaube 15 ist sie sowas in der Kante, auf der Flucht und unterwegs und versucht ihr eigenes Glück zu machen. Und auch sie kriegt was von diesen Geheimbünden mit und versucht was dagegen zu tun. Und sie trifft dann irgendwann den Künstler Ki. Ki ist so ein Asiate, der total schräg drauf ist und immer von sich selbst in der dritten Person redet. Der Künstler grüßt Aros, sagt er zum Beispiel selber. Und Ki wird ganz schnell der gute Freund von Aros und passt ein bisschen auf sie auf. Und im Verlauf der Geschichte merken wir, dass Aros auch noch eine besondere Geschichte hat. Sie ist zwar ein Waisenmädchen, aber ihre Herkunft ist ganz besonders, was im weiteren Verlauf der Geschichte noch spannend wird und noch für ganz neue Impulse sorgt. Mir hat der Totengräbersohn sehr, sehr gut gefallen. Ich habe jetzt die ersten drei Bände gehört und warte inbrünstig auf den vierten Band, der noch nicht erschienen ist. Das macht wirklich Laune, der Humor ist total schön, das verzaubert einen, nimmt einen mit in so eine eigene Welt, die sehr deftig und sehr bodenständig ist, aber auch sehr spannend. Wenn ihr also so eine Form von historisch angehauchten Hörbüchern mit ein bisschen Fantasy gerne mögt, kann ich euch das sehr empfehlen, entweder als Hörbuch oder auch als Buch. So viel also zu meinem Tipp neben dem Stricken, damit man da auch was tun kann. Hier scheint jetzt die Sonne. Ich werde jetzt mal ein bisschen in Kiel rausgehen, vielleicht an die Förde, vielleicht auch an die Ostsee. Wenn ihr euch hier oben auskennt, freue ich mich auch da über ein paar Tipps. Alles so im Umkreis 50 Kilometer von Kiel. Wenn ihr wisst, Sehenswürdigkeiten oder irgendwas mit Wolle, lasst es mich wissen. Ich werde in den nächsten Monaten öfter in Kiel sein, von daher brauche ich auf jeden Fall Tipps. Strickt schön, auch wenn das Wetter sehr warm ist. Und denkt immer dran, du entscheidest, was schön ist. Ciao und schönes Leben noch.